Schönen guten Tag auch von mir an die Bildschirme da draußen. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Fakultät Elektro- und Informationstechnik und arbeite seit 8 Jahren an der Hochschule. Gerade die Freiheit und Selbstständigkeit im wissenschaftlichen Umfeld habe ich sehr zu schätzen gelernt. Und so ist auch die Idee zu dem Projekt LaneChart erst entstanden. Denn mit meinem betreuenden Professor haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie wir die für uns interessanten Themen Mobilität und Nachhaltigkeit zusammenführen können. Und dabei ist der Begriff Nachhaltigkeit in aller Munde. Die Frage ist, was bedeutet denn Nachhaltigkeit? Eine Möglichkeit wäre, das Drei-Säulen-Modell für die Beschreibung heranzuziehen. Das unterteilt die nachhaltige Entwicklung in 3 wesentliche Bereiche. Das wäre die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale. Die Schnittmenge dieser 3 Bereiche stellt das nachhaltige Handeln dar. Und es bedeutet eigentlich im Umkehrschluss nichts anderes, als diese 3 Bereiche gleichwertig zu berücksichtigen sind, um nachhaltiges Wachstum zu erhalten. Aber dieses Gleichgewicht in der Realität immer zu halten, ist schwer, insbesondere dann, wenn die Folgen nicht immer direkt absehbar sind. Die heute verfügbare Mobilität basiert auf fossilen Brennstoffen und macht die globale Welt, so wie wir sie heute kennen, überhaupt erst möglich. Das Verbrennen von Erdöl, Gas und Kohle bleibt aber leider nicht ohne Folgen. Schon seit Jahren warnt der Klimarat IPCC vor dem resultierenden Klimawandel. Gegenüber 1990 ist ein stetiger Anstieg der weltweiten Treibhausgasemissionen zu verzeichnen. Dies betrifft den Gesamtausstoß genauso wie den Verkehrssektor. Wobei der Verkehrssektor, in Rot in der Grafik dargestellt, deutlich stärker ansteigt. Und der Verkehrssektor macht auch jede 6. Treibhausgasemission aus, womit er der 2. Emissionstreiber hinter der Energiewirtschaft ist. Also macht es Sinn zu fragen, wie wir Mobilität heute nachhaltiger gestalten können. Und ein Baustein ist die Elektromobilität. Und das auch aus gutem Grund. Das möchte ich an dem Beispiel bei dem Vergleich der beiden Antriebsarten darstellen. Für eine Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h erfordert es eine Leistung von 5 Kilowatt. Der Wirkungsgrad, also wie effektiv ich Energie in eine Fahrbewegung umsetzen kann, liegt im Mittel beim Verbrennungsmotor bei 30% und beim Elektroantrieb bei 75%. Das bedeutet, dass der E-Antrieb 2,5-mal effektiver ist. Und diese Effizienz macht den Elektroantrieb und die Elektromobilität so attraktiv. Denn dieser Hebel von 2,5 bedeutet, dass trotz der Verstromung von fossilen Brennstoffen die Elektromobilität schon heute umweltfreundlicher unterwegs ist als der Verbrennungsmotor. Und diesen Transformationsprozess möchte das Projekt LaneCharge unterstützen. Denn eine kritische Schlüsselkomponente in der Elektromobilität ist das Nachladen. Denn das Nachladen wird häufig mit dem Tanken an einer Zapfsäule verglichen. Wobei Strom keine Flüssigkeit ist. Deswegen ist auch keine physikalische Verbindung erforderlich. Das Kabel muss nicht im Fahrzeug stecken, um geladen zu werden. Und um das zu erreichen, kann man das physikalische Prinzip der induktiven Energieübertragung ausnutzen. Das möchte ich kurz am Sender-Empfänger-Modell weiter erläutern. Auf der linken Seite findet sich der Sender, der einen sinusförmigen Strom erzeugt. Dieser Strom fließt durch eine Spule und entsteht und lässt ein elektromagnetisches Signal entstehen. Dieses Signal ist in Rot dargestellt und wird auf der rechten Seite von einer weiteren Spule empfangen. Diese Spule wandelt dann das Signal wieder in einen Strom zurück. Der Empfänger kann diesen Strom dann entsprechend umformen und dann zum Laden beispielsweise für ein Elektrofahrzeug zur Verfügung stellen. Der große Vorteil der induktiven Energieübertragung ist, dass sie kontaktlos erfolgt. Das Projekt LaneCharge entwickelt ein Ladesystem speziell für Taxistände. Dabei ist der Sender in der Straße integriert und der Empfänger wird am Unterboden des Fahrzeugs angebracht. Das ermöglicht das Nachladen von Taxen direkt am Taxistand selbst. Und das ist auch dringend erforderlich, da E-Fahrzeuge heutzutage noch relativ geringe Reichweiten haben, wofür sie für den Taxibetrieb ungeeignet sind. Abhilfe soll das induktive Ladesystem ab Taxistand schaffen, indem Zwischenladungen zur Verfügung gestellt werden, die ausgenutzt werden können, während man auf die Fahrgäste wartet.
Die Elektrifizierung der Taxiflotte kann damit also nur erfolgen, wenn auch die Bedarfe der Taxiwirtschaft berücksichtigt werden. Das Projekt Lane Charge ist ein Demonstrationsprojekt, in dem dieses induktive Ladesystem entwickelt und aufgebaut werden soll. Im ersten Schritt werden Komponenten auf der Laborebene entwickelt und zusammengeführt und abschließend in Betrieb genommen. Im nächsten Schritt wird am Testfeld der Hochschule Hannover das System erprobt unter realen Bedingungen. Hier soll dem System ein entsprechender Reifegrad verpasst werden, um einen störungsfreien Dauerbetrieb gewährleisten zu können. Im dritten und damit letzten Schritt am Hauptbahnhof Hannover wird ein Taxistand aufgebaut mit dem entwickelten System. Dazu werden auch zwei Elektrotaxen angeschafft und mit der Ladetechnik ausgestattet. Über einen Feldversuch von einer Dauer von 6 Monaten wird dann der Betrieb evaluiert, um am Ende die Wirtschaftlichkeit des induktiven Ladesystems im Anwendungsfall der Taxiwirtschaft nachzuweisen. Die Durchführung des Projekts erfolgt durch 8 weitere Partner aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichen Einrichtungen. Dabei hat die Hochschule Hannover die Projektleitung inne. Sie entwickelt auch den Regler für die Steuerung der Elektronik und baut das Kommunikationssystem für das Ladesystem und das Fahrzeug auf. Die EDAG Engineering GmbH entwickelt alle weiteren Elektronikkomponenten. Das betrifft die Straßen- wie auch fahrzeugseitigen Komponenten. Der Prototypenaufbau wird auch von der EDAG verantwortet, sowie die Systemintegration in das Fahrzeug hinein. Die straßen- und fahrzeugseitige Entwicklung wird von der Sumida Components and Modules GmbH verantwortet. Hier liegt ein Schwerpunkt auf der Spulenauslegung für den Einsatz in der Asphaltbauweise. Das Institut für Straßenwesen der TU Braunschweig entwickelt die Asphaltmischung, mit der weder die straßenseitige Spule noch der Asphalt selbst im Betrieb Schaden nehmen soll. Darüber hinaus plant die TU Braunschweig und koordiniert die Tiefbauarbeiten. Neben den Entwicklungspartnern gehören auch 4 weitere lokale Partner zu dem Projekt. Das ist zum einen die Göttingen KG, die ein Spurführungsspezialist ist und das Projekt mit seinem Know-how unterstützt. Die Hallo Taxi 3811 GmbH organisiert und betreibt den Taxibetrieb der beiden Fahrzeuge während des 6-monatigen Feldversuchs. Die Landeshauptstadt Hannover unterstützt das Projekt mit zur Verfügungstellung der Taxifläche sowie der Bauplanung. Und Enercity ist der kommunale Energieversorger der Stadt Hannover und unterstützt das Projekt ebenfalls mit der Projektierung der Tiefbaumaßnahmen. Das Projekt wird dabei gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Die Koordination erfolgt durch die NOW GmbH und die Administration übernimmt der Projektträger Jülich. Und nun möchte ich abschließend mit Ihnen noch gemeinsam einen Blick in die Zukunft werfen. Denn auch der Schwerlastverkehr soll zukünftig elektrifiziert werden. Hier werden verschiedenste Ansätze verfolgt. Einer dieser Ansätze ist der Oberleitung, wie man ihn aus dem Schienenverkehr kennt. Ziel ist es, dynamische Ladevorgänge zu realisieren, also das Laden während der Fahrt. Und auch das induktive Laden wäre für so eine Sache geeignet. Also anstatt das Kabel über dem Fahrzeug zu haben, könnte man das Kabel auch genauso gut in die Straße bringen, damit wir einen Pkw-Zwischenladung zukommen lassen, so wie wir das auch an dem Taxistand vorhaben. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihr Interesse für die Wissenschaft oder Technik näher zu bringen und würde mich freuen, wenn ich Sie zukünftig hier an der Hochschule Hannover sprechen dürfte. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit dem nachfolgenden Programm. Auf Wiedersehen. Ja, dass nachhaltiges Leben wahnsinnig vielfältig ist, das haben wir gerade erfahren. Und es ist eben auch ein Thema, woran Studierende an der Hochschule Hannover in verschiedenen Studiengängen arbeiten können. Sie tragen ganz konkret dazu bei, dass Lösungen entwickelt werden, die eben auch einen praktischen Nutzen haben. Und weitere Informationen zu Projekten und Studiengängen finden Sie auf der Website unter hs-hannover.de. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche viel Freude weiterhin bei der weiteren Sendung. Vielen Dank.